Körperpflege und Gesundheit begleiten uns Menschen seit der ersten Sekunde an. Angenehme und gleichzeitig heilende Düfte bietet da die Aromatherapie. Ingeborg Stadelmann gehört zu den Wegbereiterinnen dieser duftenden Heilmittel. Seit 30 Jahren stellt die gebürtige Allgäuerin Aromamischungen nach ihren eigenen Rezepturen zusammen. Man weiß mittlerweile aus der Forschung, wie wichtig Wohlgeruch ist und wie wichtig es ist, dass der Mensch sich mit sich selber zufrieden ist, weil dann sein Immunsystem viel stabiler wird. Schon mit dem ersten Atemzug können wir Gerüche wahrnehmen. Welche heilende Wirkung in so manchem Duft steckt, erforschten die Menschen bereits vor Jahrtausenden im Nahen und Fernen Osten. Alles, was riecht, geht immer von der Nase direkt in unser alte, archaische Zentren, in unser sogenanntes limbisches System, und zwar immer vorbei an unserem Willen, vorbei am Kortex. Unser Wille kann Geruch nicht steuern. Sprich, Geruchswahrnehmung, nicht steuern. Gerüche aktivieren jenes Zentrum im Gehirn, das Hormone ausschüttet und Emotionen freisetzt. Unser Gedächtnis, der Hippocampus, vergisst nichts und speichert Eindrücke in Verbindung mit Gerüchen ab. Neben kurzen Vorträgen hält Ingeborg Stadelmann auch Fachseminare wie an der Fachhochschule in Salzburg. Von dort war der Weg nach Hallein nicht mehr weit. Nachdem wir uns in der Stadtapotheke auch sehr viel mit Aromatherapie beschäftigen, war es natürlich immer schon unser Wunsch, die Expertin schlechthin auch hier in Hallein zu haben. Und so hat es uns besonders gefreut, als wir sie gefragt haben, dass sie bereit war, bei uns einen Vortrag zu machen. Bitte dran denken, tun Sie, egal welche Körperölmischung, egal welches fertige Pflanzenöl für die Hautpflege, für Sie oder fürs Baby, nach Möglichkeit immer auf die feuchte Haut. Und wenn die Haut sehr empfindlich ist, Juckreiz hat, Ekzeme, dann nehmen Sie nicht Wasser, sondern dann nehmen Sie eins dieser Hydrolate. Hydrolate entstehen als Nebenprodukte bei der Wasserdestillation von ätherischen Ölpflanzen. Weiter sind sie durch einen pH-Wert von 5 gut hautverträglich. Heilende Substanzen in ätherischen Ölen können nach einer Befeuchtung mit einem Hydrolat besser in die Haut einziehen. Die Aromatherapie ist ein Teilbereich der Pflanzenheilkunde, der sogenannten Phytotherapie. Für den Kunden zählt daher besonders die Herkunft und die Herstellung der ätherischen Öle und Mischungen. Er soll sich auf alle Fälle nicht irgendwo auf dem Wochenmarkt, Weihnachtsmarkt belehren lassen oder einkaufen, sondern soll wirklich zu Fachleuten gehen. Ätherische Öle sind hochwirksame Substanzen, die in Fachgehände gehören, und es ist und bleibt für mich die Apotheke. Trotz der guten Eigenschaften sollten Aromamischungen nicht in der eigenen Küche hergestellt werden. Wirkstoffe wären dann kaum nachweisbar. Das ist nur ein Tipp von Ingeborg Stadelmann an ihre Zuhörerinnen. Ich nehme auf alle Fälle sehr viele Informationen wieder mit über ätherische Öle, was auch sehr interessant war für mich. Der Hintergrund, wie ätherische Öle gewonnen werden, wie sie hergestellt werden, was das eigentlich für einen Aufwand bedeutet. Und dass man das wirklich sparsam verwendet und mit Respekt behandelt. Ich habe bis jetzt eigentlich schon immer ganz viele Aromamischungen von der Ingeborg Stadelmann, da haben wir meine Kinder ausprobiert, und bin total überzeugt davon, dass das auch wirklich funktioniert. Und jetzt bin ich wieder so weit, dass ich eigentlich wieder mehr mache und wahrscheinlich auch wieder mehr mir besorge von diesen ganzen Ölen. Ich werde ausprobieren die Erkältungssachen für meine Kinder, die sind mittlerweile 2 und 4, also die Schwangerschaft und so kann ich nichts mehr ausprobieren, weil es schon vorbei ist. Was ich auch mitnehme, ist einfach das, was die Frau Stadelmann eben gesagt hat, wieder sich selber ein bisschen spüren und wieder versuchen, zurück zur Natur zu kommen. Ätherische Öle dienen in allen Lebenslagen. In der Schwangerschaft, im Familienleben oder im hohen Alter. Als Arzneimittel, zur Körperpflege oder zur Raumbeduftung. Anwendungen sollten aber erst mit einem Arzt oder Apotheker abgeklärt werden.